Hallo ihr lieben Gartenfreunde, Tomaten, Sorten, Tomaten, wann ist die perfekte Zeit für Tomatenaussaat? Wenn wir nach den Daten gehen, also nach den Eisheiligen, nach dem 15. Mai, pflanzen wir die Tomaten raus, dann brauchen die Tomaten ungefähr zwischen 50 und 60 Tage Vorziehzeit, also Mitte Mai, Mitte März, plus ein paar Tage für die Keimzeit. Das ist in der Regel richtig und auch für jede Sorte anwendbar. Jetzt kommen aber Sorten, die etwas länger brauchen. Es gibt frühreifende Sorten, mittlere Sorten und späte Sorten. Ich habe hier eine späte Sorte, Debarau Braun. Das ist die Sorte, die mir letztes Jahr gefehlt hat, warum auch immer. Ich hatte eine Mischung und habe sehr viele Pflanzen mir davon gelassen, aber die hat gefehlt. Deswegen ist sie dieses Jahr dran. Ich hatte letztes Jahr Debarau Gold, Debarau Rot, Debarau Rosé und Debarau Gigant. So, und jetzt habe ich Debarau Braun und Debarau Zarski, Rosa. Die zwei Debaraus gibt es dieses Jahr. Einfach, ja, weil sie neu sind und ich mag, wie ihr wisst, bin ich Debarau-Fan total. Ich weiß, dass Debarau eine sehr späte Sorte ist. Wenn ich die Debarau zu ganz normalen Terminen aussehe, also zum Beispiel Anfang März damit beginne, dann wird sie mir August, September Tomaten liefern. Das ist für mich zu spät. Ich möchte früher was davon haben, deswegen nehme ich solche späte Sorten bzw. spätreifende Sorten und beginne damit früher. Das Problem bei Debarau ist, dass sie sehr rasch, sehr schnell wächst und ich sie mindestens 4, oft 5-mal umtopfe, bis sie an ihren Platz kommt im Freiland. Debarau habe ich im Freiland, im Gewächshaus habe ich einmal probiert, ist eine Katastrophe, weil die riesig werden und im Gewächshaus einfach kein Platz ist. Debarau verträgt Freiland richtig gut. Also Debarau Braun ist eine späte Sorte und aus diesem Grund wird sie von mir früher angebaut als alle anderen. Die anderen Sorten müssen warten bis März. Also ich nehme pro Sorte immer nur zwei Samen. Ich hoffe, das reicht. Ich habe euch ja versprochen, ich werde weniger Tomaten anbauen dieses Jahr. Noch läuft's gut. Ich halte mich dran. Und genauso zwei Korn Debarau Zarski. Ich mache einfach mit späten Sorten mir diese Arbeit. Ich weiß, es ist viel, 4-5 Mal umtopfen. Und am Schluss kommt Debarau aus einem 10-Liter Kübel in den Boden. Glaubt mir, das ist auch nicht so ohne, das umzutopfen. Aber ich mache es einfach, weil ich die frühe Ernte möchte. Ich möchte von diesen Tomaten, von dieser Pflanze die besten Tomaten haben, aus denen ich Samen gewinne für mich. Und ich möchte die ganze Pracht der Ernte einfach von dieser Sorte sehen. Ich weiß, dass sie viel leisten kann. So, welche Sorte sind es noch? Hier habe ich schon begonnen. Ich zeige es euch nur. Hier sind, ja, ich glaube genau zehn Sorten und zwar sind es meine Lieblinge, kleine Dwarftomaten. Mit Dwarftomaten beginne ich auch jetzt schon Ende Februar, aus diesem Grund, da Dwarftomaten sehr lange brauchen, sehr lange wachsen, also sehr langsam wachsen und da sie von sich aus klein wachsen und nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel die Debarau-Sorte, kann ich hier mit früher beginnen. Sie brauchen einfach länger und ich lasse ihnen die Zeit und nehme mir die Zeit einfach und beginne jetzt in den 20. Februar, also im 20., 21., 22. Februar. Letztes Jahr habe ich 13. bis 16. Februar gemacht. Und das sind die wenigen Sorten, bei denen ich einfach früher beginne. Bei allen spätreifenden Sorten würde ich zum Beispiel früher beginnen. Man muss aber dazu sagen, die Sorten, so wie die Barau, wenn sie schnell und rasch wachsen, ist mit Arbeit verbunden. Das muss man auch wissen und natürlich auch sich bewusst sein, was für eine Arbeit auf einen zukommt. Ansonsten würde ich mit Tomaten persönlich noch warten, mindestens 2 Wochen, ungefähr. Am 3. bis 5. März beginne ich dann mit der nächsten Aussaat, mit zum Beispiel mittelreifenden. Also
Es gibt frühreifende, mittel- oder spätreifende. Und die mittelreifende, da beginne ich Anfang März. Es gibt frühreifende Sorten, das heißt, die reifen ziemlich schnell und bei denen kann man sich wirklich Zeit lassen bis Ende März. Das reicht dann vollkommen, weil die bis zu reifen Tomaten manchmal 70, 80 oder 90 Tage brauchen. Und wenn ich 70 Tage vorher anfange, heißt das nicht, dass ich schon Tomaten habe. Das ist einfach mehr Arbeit und ich muss sie öfter umtopfen. So, und wir wollen ja nicht so viel Arbeit machen, beziehungsweise uns nicht zusätzliche Arbeit machen. Aus diesem Grund einfach noch ein bisschen warten, bis Anfang oder Mitte März mit den anderen Sorten. Okay, ich mache jetzt hier weiter. Ich trage meine Sorten ein, dass ich hier nichts falsch mache und keine Verwechslung stattfindet, beziehungsweise bei zwei Sorten passiert nicht so viel. Ihr seht, hier ist noch viel Platz. Es wird noch folgen, aber erst später. Und noch eine Frage zu der Erde. Also, wenn ihr meine Videos gesehen habt, wo ich auch meine Samen aussehe, also ganz normal erster Anfang, dann werdet ihr sehen, dass es die gleiche Erde ist. Ich mische meine Erde selber. Hier ist keine Aussaaterde mit drin, ich meine keine gekaufte. Gut, die ist hier mit drin von letztem Jahr vielleicht noch. Ich habe ja Erde, die ich aus den Kübel raus. Also ich habe jedes Jahr meine Paprikakübel. Die Erde wird im Herbst auf einen Haufen im Garten geschmissen, wird verrührt, wird rausgeholt, Wurzeln und was auch immer da noch zur Drainage ich da reinmache. Und diese Erde bleibt dann schön liegen. Wir hatten im November, ja Ende November, Dezember richtig gut Frost und Schnee. Da ist die Erde schon gut durchfrostet, was auch natürlich ich als positive Entwicklung sehe. Ich nehme diese Erde. Dann kommt dazu, ich hole mir immer so einen Kokosbrocken, den man mit Wasser auffüllt, also Kokoserde. Ich mische sie einfach mit rein. Ich weiß, das lockert die Erde und ich nehme sie dann oberhalb bei den Pflanzen. Das habt ihr bei meinen Paprikas vielleicht gesehen, bei den großen Alma-Paprika. Das ist auch so eine kleine Prophylaxe gegen Trauermücken, weil die mögen das anscheinend nicht. Ich habe es extra getestet. Ich habe meine Kokoserde mit Wasser aufgefüllt und eine Weile stehen gelassen, offen. Keine einzige Trauermücke war da, obwohl Trauermücken ich immer wieder mal eine oder andere sehe. Also irgendwie mögen die die Erde nicht, die Kokoserde. Deswegen kommt es hier auch rein. Dann kommt hier das Granulat, was ihr hier seht, das Perlit- und Vermiculit-Granulat. Das habe ich euch auch letztes Jahr gezeigt und erzählt, was das ist und woher ich das habe. Ich finde das gut. So, dann habe ich hier eine Handvoll vom Substrat aus dem Wald mit rein. Von meinem Kompost mische ich natürlich, ja, ungefähr ein Fünftel vielleicht, nicht viel, auch mit rein. Und ein bisschen Sand. Also man kann auch Vogelsand nehmen, wer jetzt keinen Zugang hat zum normalen Sand. Ich kaufe mir meinen Vogelsand im Drogeriemarkt. Und das ist hier meine Erde, mit der arbeite ich. Die Erde nehme ich zu Aussaat, mit der tue ich nachher umtopfen, wenn ich meine Pflanzen dann umtopfe, wenn sie wirklich groß sind und sie mehr Nahrung brauchen, dann gebe ich hier ein bisschen mehr Kompost dazu, vielleicht noch eine Handvoll Holzasche, aber das war's dann auch. Und das ist meine Erde, ihr habt mich gefragt, ich habe nur gedacht, ich zeige es euch mal und erzähle, wie ich so vorgehe. Ich hoffe, ich habe die Frage hiermit beantwortet.